Immer wieder, Herr Professor, bin ich betroffen von der Inschrift, die über der Tür Ihres Hauses eingemeißelt ist. Vocatus atque non vocatus Deus aderit. Gerufen und ungerufen, Gott wird da sein. Ich glaube, es handelt sich um einen Orakelspruch. Ja, um einen delphischen Orakelspruch. Als die Dämonen Krieg machen wollten gegen die Athenienser, da haben sie das Orakel befragt. Und das hat das Orakel geantwortet, dass der Gott dabei sein werde. Aderit. Darf ich fragen, aus welchen Gründen gerade dieser Spruch über der Tür Ihres Hauses steht? Ja, das ist eine sehr umständliche Geschichte. Ich habe eben die Erfahrung gemacht, dass diese sogenannten religiösen Phänomene, die sind überall vorhanden, ob beabsichtigt oder nicht. Also es braucht nur eine Notlage, eine ernstliche Notlage, und diese religiösen Äußerungen melden sich dann wieder zu Worte. Also wenn man höchst erstaunt oder überrascht ist, so sagt jedermann, der auch gar nicht einmal an Gott glaubt, sagt doch, oh Gott oder bei Gott. Und das sind unwillkürliche Äußerungen religiöser Natur, denn sie gebrauchen den Namen Gottes. Müssen wir da nicht den Begriff religiös etwas näher definieren, beziehungsweise ihn so definieren, wie Sie ihn gebrauchen? Ja, etwas weiter definieren. Ich denke nur, Sie sagen Gott, es könnte natürlich auch Abgott sein. Ja, das kann natürlich alles Mögliche sein, nicht wahr? Es kann auch ein bloßes Wort sein. Aber es gehört noch in den Umkreis. Also zum Beispiel alle religiösen Phänomene, die nicht gerade kirchliche Rituale sind, haben mit Emotionen zu tun. Darum beobachten wir auch diese religiösen Manifestationen hauptsächlich in Momenten von, wie gesagt, Notlagen oder sehr emotionalen Umständen. Gehört nicht zum Begriff des Religiösen, so wie Sie ihn jetzt definieren, der Begriff sinnvoll? Ich meine, das, was, sagen wir mal, dem Ich aus dem Unbewussten, denn darum geht es ja wohl, ja, zustößt, muss sinnvoll sein, wenn vielleicht, ja, nicht für den Moment, nicht für den engen, aha, Horizont des Ichs, so doch im weiteren Sinn für die Gesamtpersönlichkeit. Ja, das ist so. Der Begriff des Archetypus, der hier in Betracht kommt, der ist, wie man sagt, numinos. Das heißt, er hat in einem gewissen Sinne überwältigende Kraft. Er ist an sich emotional. Und ein solcher Archetypus, wie also zum Beispiel der Begriff eines Gottes oder einer übernatürlichen Macht, kommt in hochemotiven Situationen eben zum Vorschein. Nehmen wir eine Situation an, ein Mensch sich seiner Angst nicht mehr erwehren kann, dann wird er eventuell ein Stoßgebet äußern. Er wird zu einer Anschauung zurückkehren, die er früher einmal hatte. Aber das ganz spontan, ohne irgendwelche Überlegung, das drängt sich ihm einfach auf. So auch, wenn irgendetwas geschieht, das von überwältigender Wirkung ist, so entsteht in uns eine Antwort auf dieses Überwältigende. Das zeigt, dass Situationen, in denen der Mensch sich unterlegen fühlt, sehr häufig Anlass geben zu religiösen Phänomenen, dass die Leute, ohne es zu wollen, plötzlich wieder in diese Formen, man kann nicht sagen zurückfallen, sondern diese Formen drängen sich einfach auf, ohne dass der Betreffende irgendwie eine intellektuelle Stellung dazu bezöge. Darf ich hier nochmals auf das Wort religiös zurückkommen? So wie Sie jetzt brauchen, handelt es sich eigentlich immer um innerseelische Phänomene. Ich meine, Phänomene, für die wir zum Beispiel den Theologen noch gar nicht bemühen müssen. Nein, nein, sondern es sind ganz natürliche Phänomene. Aber dann steht ja eigentlich die rettende
das rettende Unbewusste dem Ich in einem ganz besonderen Verhältnis gegenüber, so wie es zum Beispiel die frühere Psychologie oder sagen wir auch Freud nie gekannt hat. Das ist allerdings richtig. Wenn der Mensch in einer wirklichen Notlage ist, so kommt ihm der Instinkt zu Hilfe. Das heißt, Formen des Handelns oder des Benehmens, des Vorstellens, des Fühlens und so weiter, die man als instinktiv bezeichnet. Man nimmt zum Beispiel bei einem Angriff sofort eine instinktive Verteidigungsstellung ein. Man macht alle die nötigen Gesten, hat alle die nötigen Vorstellungen, die zu einer solchen Situation gehören, ob schon sich also eine solche Situation blitzschnell entwickeln kann. Ist doch alles da, es ist alles bereit, weil die Menschheit eben seit Urgedenken immer wieder in solchen Situationen gewesen ist. Sie hat wie jedes Tier eben Instinkte, das heißt Formen des Handelns, des Fühlens, des Vorstellens, die angeboren sind. Also jedes Tier hat ja das, dass sie Angriffsstellungen haben, sie haben Verteidigungsstellungen, sie benehmen sich in einer ganz bestimmten Art und Weise, die für die Spezies charakteristisch ist, so auch der Mensch. Aber dass das auch für die Seele gilt, ist doch eigentlich eine Entdeckung von ganz ungeheurer Tragweite. Ja, aber das nennen wir eben psychisch. Ja. Das nennen wir psychisch, nicht wahr? Wenn jemand im Moment der Gefahr gewisse Sachen sagt, gewisse Ausdrücke gebraucht, gewisse Bilder gebraucht. Wenn einer zu fluchen anfängt zum Beispiel, bedient er sich in der Regel bekannter Ausdrücke, die er nicht lange suchen muss, die sind eben schon bereit. Und so ist eben die Grundlage unserer bewussten Psyche ein System von anererbten, instinktiven Verhaltungsweisen, wie das überall der Fall ist. Und das nennt man eben Archetypus. Sie haben sich mal dieses Ausdrucks bedient, das auf diesem kollektiven Unbewussten wie auf einem Meer schwimmt. Ja. Ist also sozusagen in der sicheren Obhut des Unbewussten. Mit anderen Worten, es... Ja, das kann man sagen, nicht wahr? Dass uns gewissermaßen unbewusste Mächte zu Hilfe kommen. Wenn unser Bewusstsein in einer Situation der Überwältigung ist. Es kann aber auch sein, dass vom Unbewussten Wirkungen ausgehen, die nicht eine direkte Reaktion gegen eine äußere Notlage sind, sondern eine solche erzeugen. Haben Sie dafür ein Beispiel? Ja, also zum Beispiel in allen kritischen Phasen des Lebens, also sagen wir einmal in der frühen Kindheit, im Adoleszenzalter, wenn man heiratet oder einen Beruf ergreift, zur Zeit der Lebenswende, also nach dem 36. Jahr, so bis 40, bei den Frauen im Klimakterium und bei den Männern bei so zwischen 50 und 60, da kann es zu psychischen Situationen kommen, die nicht übersehen werden. Ich war zum Beispiel, kann ein junger Mann sich ja noch nicht so kennen, dass er genau weiß, wie er eigentlich fühlt oder was für einen Beruf er ergreifen sollte. In diesem Fall, wenn das dann zu einem Problem wird, das ihn quält, können dann Träume eintreten, eben Instinktreaktionen, die ihm zeigen, wie er eigentlich fühlt oder was er eigentlich möchte. Wenn Sie Biografien lesen und so, können Sie da diese Sachen leicht finden. Zum Beispiel, das 36. Jahr ist für viele Männer ein sehr kritisches Jahr, weil da eine große Veränderung stattfindet, von der er nichts weiß. Nämlich, die Sonne wendet sich zum Abstieg. Und dann kann sich seine Weltanschauung in einer merkwürdigen Weise verändern. Also nehmen Sie zum Beispiel Nietzsche, da kommt der Zarathustra.
Fechner zum Beispiel wird zu einem mystischen Philosophen und so weiter. Ich habe es auch mir selber erfahren, wie diese zweite Lebenshälfte, die ganz ungeahnt ist, eingeleitet wird durch Träume. Es gibt dann oft also Träume, die fast wie Präkognitionen sind, die voraussehen, wie sich in der Zukunft entwickeln wird. Das ist aber nur die Manifestation der ursprünglichen instinktiven Anlage. Einer zum Beispiel hat vom Leben eine besondere Vorstellung, die auf Erziehung beruht etc. Und die ist zu eng. Und er ist aber nicht so eng, aber er weiß es nicht. Und dann hat er einen Traum vielleicht über ein viel weiteres Leben, über ganz andere Aspekte der Welt, an die er vorher überhaupt nicht gedacht hat. Und dann kommt es ihm in den Sinn, aha, das ist eine Möglichkeit. Ich habe bei mir selber, habe ich das gesehen, ich war lange Zeit in Zweifel, ob ich eigentlich Archäologie studieren sollte. Oder Geschichte und dergleichen. Und dann hatte ich aber einen lebhaften Traum, oder zwei, die mein naturwissenschaftliches Interesse in die Schranken gefordert haben. Und die haben mich eigentlich bestimmt zur Naturwissenschaft. Das ist eigentlich doch eine Traumauffassung, die sich gar nicht auf die Freudsche Auffassung reimt. Ich denke hier ein Wort von Schnitzler, der sagte mal wahrscheinlich in Nachfolge Freuds, Träume sind Begierden ohne Mut. Eine Auffassung des Traums, die doch rein vom Vergangenen ausgeht und nicht so in die Zukunft weist wie die ihre. Ja, meine Ansicht unterscheidet sich natürlich in dieser Hinsicht gewaltig von der ursprünglichen Auffassung Freuds, wo Träume hauptsächlich auf unerfüllte Wünsche zurückgehen, die nachts gewissermaßen ventiliert werden. Gewiss gibt es massenhaft solche Träume, die man mehr oder weniger befriedigend so erklären kann, aber das ist nicht die eigentliche Funktion der Träume. Ja, Träume sind normale Funktionen, sind normale Ereignisse, die zum menschlichen Leben gehören. Darum haben alle Primitiven eine Hochachtung vor Träumen. Allerdings ist es immer vor ihren eigenen. Aber wenn der Häuptling träumt oder der Medizinmann, dann gilt es. Weil dort, also unter wirklich primitiven Umständen, der Traum noch eine soziale Funktion sogar hat. Der Rasmussen in seinem Buch über die Polareskimos beschreibt zum Beispiel einen solchen Fall von einem Wetzin-Man, der Eskimos, der aufgrund von Träumen seine Leute im Winter über das Eis der Baffins Bay geführt hat, nach Nordamerika, weil nämlich die Seehunde jenes Jahr auch ausgeblieben sind. Und dort haben sie dann die nötige Nahrung gefunden, aber unterwegs fing die Hälfte des Stammes an zu zweifeln und sie kehrten zurück und die sind alle untergegangen, während die Leute, die er führte, die sind am Leben geblieben. Dann gibt sich von dieser Ausgangslage her eigentlich ohne weiteres Einschluss für Psychotherapeuten ist es unbedingt nötig, den kranken Menschen, den seelisch kranken Menschen in ein produktives Verhältnis mit seinem Unbewussten zu bringen. Ja, so eine Situation gefunden wird beim Patienten, die unlösbar ist. Also wo er selber bekennen muss, ich weiß den Ausweg nicht. Und der Therapeut selber weiß den Ausweg auch nicht. Das ist nun eine günstige Zuspitzung der Situation, in der nämlich das Unbewusste anfängt zu funktionieren. Dann kommt ein Traum, aus dem man dann etwas schließen kann, was weiterführt. Das sind Situationen, wo eben religiöse Träume auftreten oder Träume von weitreichender Bedeutung, was die Primitiven die großen Träume nennen. Ich möchte doch sagen, dass von dieser Erkenntnis her Kritik an unserer Kultur notwendig wäre. Ja, das ergibt sich allerdings in diesen individuellen Fällen. Denn die Leute leiden meistens daran, dass sie zu kurzweinige Auffassungen haben, einen zu beschränkten Horizont. Man denkt gar nicht an die Möglichkeiten, die auch noch sind. Und da braucht es oft Träume, dass die Leute darauf aufmerksam machen.
was sie auch noch tun könnten oder was sie vernachlässigt haben. Dadurch kommt dann ein ganz neues Element in die Behandlung hinein. Zum Beispiel das, was ich sehr häufig sehe, sind intellektuelle Männer, sagen wir wissenschaftlich tätige Persönlichkeiten, die dadurch in Konflikt mit ihrem Leben geraten, dass sie zum Beispiel die Sphäre des Fühlens komplett vernachlässigen. Ahnungslos sind in dieser Hinsicht. Und die kriegen dann eben Träume oder sogar Visionen. Ich erinnere mich immer noch an einen sehr bedeutenden Mann, der zu mir gekommen ist in einer vollkommenen Panik und mir erklärte, er hätte eine Vision gehabt. Und das kommt mir doch nicht vor. Ich ließ mir dann die Vision erzählen. Und merkwürdigerweise war es eine typische Vision, so wie sie die alten Alchemisten auch hatten. Und ich habe dann ein 400 Jahre altes Buch aus meinem Bücherregal genommen und das Bild aufgeschlagen und es ihm hingehalten. Und da sehen Sie, das ist Ihre Vision. Sie sind nicht aus der Menschheitsgeschichte herausgefallen mit Ihrer Vision. Sie wissen einfach nicht, dass Sie auch ein Mensch sind. Als ich Sie vorhin nach Kulturkritik fragte, meinte ich eigentlich nicht mehr einen einzelnen Fall, sondern zum Beispiel, wie wir so schön sagen, unsere Zeit. Ich denke, es gab doch Jahrhunderte, in denen die Beziehung des Menschen zu seinem Unbewussten durch verschiedene Mittler und Vermittlungen unerhört viel lebendiger waren als gerade heute. Ja, das ist kein Zweifel. Es ist eigentlich erst das 19. Jahrhundert, das mit dieser Tradition gebrochen hat und in zunehmendem Maße intellektuell geworden ist, sodass eine Menge von vital notwendigen Dingen eigentlich obsolet geworden sind. Also wenn man denkt, was für eine Krise des Christentums wir heute durchleben. Das heißt einfach, da ist die Bewusstheit der Notwendigkeit ist abhanden gekommen. Man weiß nicht mehr, wofür das eigentlich gut ist. Früher hat man das gewusst in einer gewissen Art. Natürlich hatte man den Glauben, aber dieser Glaube ist basiert darauf, dass man eben das als satisfactory empfunden hat. Man hat das verstanden, das gehört dazu. Selbst in wissenschaftlichen Büchern, denken Sie an den alten Scheuchzer, den Zürcher, der seine naturwissenschaftlichen Werke mit der Schöpfungsgeschichte beginnt. Sehen Sie für die Psychologie eine Möglichkeit, hier etwas zu unternehmen? Ich meine, das Rad der Zeit zurückzudrehen, das ist ja unmöglich. Das ist unmöglich. Aber ich meine, auf der anderen Seite können Sie doch als Psychologe mit diesen Einsichten nicht die Welt die Bahn gehen lassen, die sie gehen will. Ja, was ist die Stimme eines Einzelnen? Es handelt sich da um Dinge, die offenbar so schwer verständlich sind, dass man es den Leuten überhaupt gar nicht sagen kann. Es ist erstaunlich, wie wenig die Leute solche Sachen begreifen. Sie denken ja überhaupt gar nicht drüber nach. Natürlich hätte man sehr vieles in dieser Hinsicht zu sagen, aber es geht so sehr den Einzelnen an, dass es den Leuten viel zu langweilig ist. Nicht wahr, wenn ich ein Mittel wüsste, dass man 10.000 aufs Mal einspritzen könnte, das wäre populär. Namentlich, wenn man selber dabei nichts zu tun hat, aber dass einer bei sich selber anfangen sollte, ja, das gibt es schon gar nicht. Man muss immer etwas haben, das für 100.000 gut ist, für eine Million, aber nicht für den einzelnen Menschen. Der ist zu uninteressant. Wir sind zu sehr von der Naturwissenschaft überzeugt, wie nichtig ein Menschenleben ist. Und die Geschichte der neuesten Zeit hat es uns ja vor Augen demonstriert, wie Menschenleben eigentlich nichts galten. Und der Einzelne ist in einem Maß überzeugt von seiner Nichtigkeit, dass er auch gar keine Mühe gibt, irgendwie mit sich selber irgendwo hinzukommen, sich innerlich irgendwie zu entwickeln. Es ist zu hoffnungslos.
Der Einzelne ist nichts. Und das ist natürlich eine falsche Auffassung, dass der Einzelne nichts sei. Der Einzelne ist der Lebensträger. Jeder Einzelne trägt das Leben und das Leben ist nur von Einzelnen getragen. Es existiert an sich nicht. Es gibt kein Leben von Millionen, das ist Unsinn, sondern Millionen Individuen sind Lebensträger. Und in jedem ist dieses Problem ein Ganzes. Und dann sagt er, ja, aber der Heiri, das ist doch kein Lebensträger, nicht wahr? So, man ist banalisiert, beim Einzelnen entfällt der Mut. Ja, die Theologen sollten selbstverständlich davon überzeugt sein, dass die einzelne Seele der Lebensträger ist und die große Wichtigkeit. Ja, aber ein Theologe selber hat mir gesagt, ja, da kommt es auf die Hunderttausende an. Wenn man jeden Einzelnen behandeln möchte, da käme man ja nirgends hin. Sie haben gesagt, ja, wie hat sich denn ursprünglich das Christentum der Welt bemächtigt? Es ist immer durch die Einzelnen gegangen. Und meine Neurosenfälle zum Beispiel, die denken natürlich zwar auch so, aber sie lernen dann bald um, wenn sie sehen, dass sich nichts in ihnen ändert, wenn sie sich selber nicht ernst nehmen. Aber sich selber ernst nehmen, das gilt als Untugend. Das ist eigenbrötler, das ist, der nimmt sich selber zu wichtig, nicht wahr? Und so weiter. Man begegnet überall dieser Unterbewertung der menschlichen Seele. Natürlich, wenn man sagt, ja, die menschliche Seele, da fällt einem alles bei. Ne? Das machen dann die anderen. Aber ich selber und was ich mache, das fällt gar nicht in Betracht. Wenn es jemand weiß, fällt es nicht in Betracht. Und darum kann man von der psychologischen Seite her eigentlich nichts machen. Man kann nur sagen, wie es ist und sich damit unpopulär machen. Aber wenn wir diese Beobachtungen zusammenzählen, müssen wir doch sagen, dass eigentlich die Zeit, in der wir leben, auf eine, ich möchte fast sagen, summarisch eine große Neurose zusteuert. Ja, wir sind schon lang drin. Ja, die große Demonstration ist der eiserne Vorhang. Da sind Millionen von Leuten, die ganz anders denken oder anscheinend fühlen als wir, mit denen man sich überhaupt nicht verständigen kann. Das ist der Zustand unserer Seele. Wir haben so und so viel in uns, mit dem wir nicht übereinstimmen, das wir lieber nicht haben möchten, von dem wir nichts wissen wollen. Und das ist der Zustand von Europa zum Beispiel oder von der Welt überhaupt. Der Westen spricht von Freiheit und solchen Sachen. Aber es ist keine ergreifende Leidenschaft darin. Während der russische Mensch, der hat doch wenigstens eine Art von Erlöserfantasie. Der Kommunismus ist eine Weltreligion. Wir haben nichts dergleichen, weil wir eben nur mit dem Verstand gehen. Darf ich nochmals zurückkommen auf den Begriff das Religiöse, gerade in diesem Zusammenhang? Religiös wäre für Sie das, was ergreift. Ja, unbedingt. Religion ist eine Art von Beziehung zum Numinosen, zu dem, was mich ergreift. Aber nicht wahr, das ist so unpopulär. Das versteht man überhaupt nicht, wenn man von so etwas spricht, nicht wahr? Da versteht einen kein Mensch. Denn die Leute wissen gar nicht, dass sie ergriffen sind. Weil sie nämlich ergriffen sind von Dingen, die keinem religiösen Begriff entsprechen. Also der eine ist von Sport ergriffen, der andere ist von einem Frauenzimmer ergriffen, der dritte ist vom Geld ergriffen und so weiter. Und das sind natürlich keine religiösen Faktoren. Aber die Ergriffenheit ist dieselbe. Das ist natürlich für jemanden, der religiös im normalen Wortsinn gebraucht, außerordentlich schwierig zu verstehen. Denn vom Wort religiös erwartet man ja auch einen bestimmten Wert. Ja, natürlich. Ja, aber der Wert ist natürlich gegeben. Also Geld ist so und so viel wert. Und
Und es fragt sich nur, bis zu welchem Grade man seine Seele dran verkauft. Das heißt, bis zu welchem Grade man davon besessen ist. Oder es ist eine politische Idee, von der man besessen ist und von der man sich zu Tode reiten lässt. Aber das Religiöse ist eine höhere Form des Begreifens, nämlich dass man versteht, dass man da einer höheren Macht unterliegt. Aber eben in dem Fall, den Sie jetzt eben erwähnten, spielt doch das Element des Sinnes ja eigentlich keine Rolle mehr. Das, was er ja macht, ist unsinnig. Ich meine, seiner Gesundheit zum Beispiel schädlich, seinem Leben abträglich. Ja. Ursprünglich wollte ich wenigstens davon ausgehen, dass ein religiöses Phänomen auch in Ihrem psychologischen Sinne das Element des Sinnes enthalten soll. Ja, das auf alle Fälle. Nicht wahr? Das Leben dieses rationalen Spezialisten ist zu einseitig, zu armselig und hat darum gar keinen eigentlichen Sinn. Darum kann in jedem Moment seines Lebens kann ihn plötzlich der Zweifel befallen, was hat denn mein Leben eigentlich für einen Sinn? Dass ich da immer dieselben Sachen predige und so weiter. Und da kann dann eine Neurose einsetzen. Weil er dann an seiner Daseinsberechtigung zweifelt, weil nämlich sein Leben keinen eigentlichen Sinn hergibt. Nicht wahr? Wir brauchen allgemeinere Vorstellungen, damit unser Leben sinnvoll wird. Ich will Ihnen da ein Beispiel geben. Ich bin bei den Pueblos gewesen in den Südstaaten, also in Neumexiko und Arizona. Und da hat mir der alte Chef der religiösen Zeremonien, der hat mir gesagt, wir sind doch die Söhne der Sonne, nämlich des Sonnengottes. Die Sonne ist der Vater. Und wir helfen der Sonne täglich über den Himmel zu gehen, aufzugehen, über den Himmel zu gehen. Und da stören uns nun die Amerikaner in unserer Religionsausübung und wollen uns bekehren. Ich kann sagen, sagte er, dass in 10 Jahren die Sonne nicht mehr aufgehen wird, wenn uns die Amerikaner immer wieder stören. Nun denken Sie mal, dieses Selbstbewusstsein, Ihr Leben ist durchaus sinnvoll, denn Sie sind die Söhne des Vaters und sorgen dafür, dass die Sonne nicht nur für Sie, die Pueblos, aufgeht, sondern auch für die Amerikaner und für die ganze Welt. Sie sind die, die dafür verantwortlich sind und die durch ihre Zeremonien diesen Naturvorgang am Leben erhalten. Wenn niemand dem Vater mehr hilft, dann wird er auch nicht mehr aufgehen. Das gibt den Leuten eine unerhörte Würde. Nun, wir können das natürlich schon zeigen am Beispiel von Indianern und solchen Leuten. Aber nicht bei uns, denn wir haben diese Begreifenskategorien eigentlich eingebüßt. Ich habe oft dieses Experiment gemacht, dass ich irgendjemand fragte, ob er sich durch den Sühnetod Christi erlöst fühle. In Wirklichkeit begreift er das gar nicht. Ja, er ist vielleicht ein Ingenieur oder irgend so etwas. Und der hat überhaupt noch nie über so etwas nachgedacht. Ob schon er in die Kirche geht. Aber sein Leben ist davon nie berührt worden. Daraus ergibt sich nun doch noch eine letzte Frage, die mir eigentlich schon lange auf den Lippen brennt, eine etwas vielleicht allzu neugierige Frage, nämlich, wenn Sie jetzt von Religion sprechen, meinen Sie ja immer eine innerpsychische Realität, ja, ja. Etwas, was im Grunde genommen den Theologen beispielsweise nichts angeht, nicht? Beziehungsweise der Theologe, wenn er von Gott spricht, spricht von etwas ganz anderem. Ja, ja. Sie sprechen mehr ja. von den Organen der Seele, in denen Gott, wenn Sie so wollen, empfangen wird und weitergegeben wird. Nun, eine Frage, die sich daraus ergibt, die Sie vielleicht nicht als Psychologe beantworten können, aber als Mensch, glauben Sie an eine transpsychische Realität? Verzeihen Sie, wenn ich meine Frage vielleicht weniger indiskret formuliere, wenn Sie als Agnostiker, wenn Sie als, oder sagen wir populärer, als Atheist begonnen hätten, in Studentenjahren,
Hätten Sie durchgehalten als Agnostiker, als Atheist, oder wären Sie zum Glauben gezwungen worden aufgrund der Erfahrungen, die Sie als Psychologe machten? Das scheint eine sehr brennende Frage zu sein. Die bin ich ja von der BBC auch gefragt worden, ob ich an Gott glaube. Die Frage kam mir etwas verblüffend und dann habe ich gesagt, ich habe es nicht nötig, an Gott zu glauben, ich weiß es. Und bin dann erst nachher darüber erstaunt gewesen, dass ich das geantwortet habe. Aber das ist nun wirklich so. Ich bin durch alle diese Phasen hindurchgegangen und ich habe dann aber in zunehmendem Maße gesehen, dass wir und wie wir von unbewussten Voraussetzungen abhängen. Dass wir und wie wir besessen sind von gewissen Dingen. Und da habe ich mir gesagt, immer wenn ein Mensch den Gottesnamen braucht oder zum Beispiel ergriffen wird von etwas in überwältigender Weise, dann ist es das Phänomen Gott. Solange ich will und solange ich wollen kann und durchführen, was ich will, dann bin ich die oberste Instanz des psychischen Geschehens. Wenn das ich das aber nicht mehr kann und etwas anderes für mich eintritt, das ist Gott. Aber das ist das. Wieder im psychologischen Sinne. Nicht wahr? Da kommt nun die Frage unserer Möglichkeiten hinein, unserer Erkenntnismöglichkeiten. Nicht wahr? Ich bin ja nur ein Mensch und ich kann infolgedessen keinen Gott setzen. Ich kann diese Hypothese, diese metaphysische Hypostase, kann ich nicht wagen. Das wäre ein Übergriff, wenn ich mir so etwas anmaßte, dass weil ich so denke, dass es auch so sei. Davor muss ich mich hüten. Ich weiß aber, dass ich so reden werde. Das heißt, ich werde so anschauen und mich so ausdrücken. Und ich muss dann nur genau angeben, was ich damit meine. Nämlich, dass ich mit der Tatsache der Überwältigung konfrontiert bin. Woher diese Überwältigung kommt, das weiß ich nicht. Ich kann nur sagen, irgendwie durchs Unbewusste ist das an mich gekommen. Ich werde vom Unbewussten her mit einer Emotion überschüttet. Oder ich habe einen ungeheuer eindrucksvollen Traum, der mich noch am Tag deprimiert eventuell oder erhebt. Und das ist stärker als ich. Das habe ich nicht gemacht. Das entspricht nicht meinem Willen, sondern das ist ein Geschehen, das mir sich aufgedrängt hat und dem ich erlegen bin. Und das haben die Menschen immer schon als Gott bezeichnet. Also zum Beispiel Primitive, wie die Elgoni, die ich besucht habe, es damals noch waren, die haben am Morgen, wenn die Sonne aufging, ihre Seele in die Hände gespuckt und gehaucht und die Handflächen dann der Sonne präsentiert. Da schloss sich daraus, aha, die haben einen Sonnengott. Als ich auf die Sonne wies und sagte, ah, das ist euer Gott, dann lachten sie alle, wie die Narren. Und ich kam mir sehr dumm vor und habe dann ja, da 3 Wochen gebraucht, bis ich darauf gekommen bin, dass tatsächlich diese Sonne nicht Gott ist für sie, sondern der Moment des Sonnenaufganges, der Kairos. In diesem Moment erheben sie die Hände und bringen ihre Seele, die Seelensubstanz, den Hauch und den Speichel der Sonne dar. Sie verehren diesen Moment. Das ist Gott. Womit wir wieder bei der Psychologie werden. Ja, das, ich meine, und ich kann nicht mehr sagen, als dass, wenn jemand das Gefühl hat, das, für das Numinose, und er von etwas wirklich überwältigt ist, dann wird er das begreifen. Ich kann es ja gar nicht wagen anzunehmen,
dass dann die Vorstellungen, die sich mir eventuell daraus ergeben, dass das nun die richtigen Vorstellungen von Gott seien. Und dass ich daraus behaupten könne, er sei so oder er könne nur das und jenes. So habe ich es eigentlich auch nicht gemeint. Das können wir ja den Theologen überlassen. Aber lediglich die Tatsache ist die Realität, die zum Beispiel einen Menschen aus dem Unbewussten via Unbewusstes überfallen kann. Ist das eine Realität jenseits des Psychischen? Ist das eine Realität, die für sich besteht? Ich erfahre sie nur im Psychischen. Alle meine Erfahrungen kann nur im Psychischen stattfinden. Denn das ist mein Organ, mit dem ich überhaupt irgendetwas wahrnehme. Die ganze Welt, die Materie, die psychischen Bilder und so weiter, die erfahre ich einfach im psychischen Milieu. Und über dieses Milieu komme ich nie hinaus. Ja, die Theologen sagen, bloß den Glauben erhebe man sich darüber. Aber es gibt gar keinen Grund für eine solche Behauptung. Man kann das nur glauben, aber ich kann es nicht glauben. Alles, was mir solche Leute sagen, ist eben im Psychischen inbegriffen. Ich erlebe das im Psychischen. Und ich werde natürlich nie sagen, Gott sei das Psychische. Aber da fängt das Rätsel an. Da weiß ich nicht mehr. Da geschieht mir etwas. Und das ist eine Art der Anschauung, die für den modernen Menschen möglich ist.